wollte ich mit meiner Freundin fegen. Es war viel zu heiß, es war Tauwetter für Dinge. Ich rutschte auf ihr rum und ich schwitzte sie voll. Ich fühlte mich wie Sascha Hain, für sie war's nicht so toll. Sie gab mir zu verstehen, dass ich ablehnen muss. Du sollst mich nicht zerquetschen, du dicke, dumme Nuss. Ich geriet in Panik, ich schwitzte noch viel mehr. Meine Sinne schwanden und das Denken fiel mir schwer. Dann ging ich zum Konditor, dessen Stammkunde ich bin. Ich schilderte ihm mein Problem, er sagte, setz dich hin. Ich kann dir was empfehlen, was zu deinen Sorgen passt. Und vielen Dank, dass du mir meinen Stuhl zersessen hast. Knäckebrot und ich nehm ab. Knäckebrot und ich zu knapp. Knäckebrot, ich dank dir, liebes Knäckebrot. Mir keins und mein Mund ist voller Krümel. Oh, dafür bin ich dünn, hab auch kein Doppelkinn mehr. Knäckebrot, göttliche Speise. Knäckebrot, bist niemals leise. Knäckebrot, schmeckt nicht scheiße. Ich konnte es kaum glauben. Sie sprach, du bist jetzt schlank genug und du darfst nicht aufschrauben. Kaum lagen wir im Bett, da fing sie an zu fliegen, weil sowohl meine Rippen als auch Knäckebrot übel. Da war es wieder Essig, mit dem du schlecht verkehr. Ich hab ja noch mein Knäckebrot, was